Diese Spinnentiere leben mit dir in deiner Wohnung, ohne dass du etwas davon mitbekommst. Und sie ernähren sich von dem, was dein Körper produziert. Das hier ist Dermatophagoides, auch bekannt als Hausstaubmilbe. Die Hausstaubmilbe ist das vielleicht am weitesten verbreitete Spinnentier der Welt. Hausstaubmilben sind zwischen 0,1 und 0,5 mm groß und mit freiem Auge nur sehr schwer zu erkennen. Eigentlich fast gar nicht zu erkennen. Ich habe noch nie eine Hausstaubmilbe mit freiem Auge gesehen. Nie. Erst wenn du deine Bettwäsche unter dem Mikroskop anschaust, wirst du staunen. Oder vielleicht nie wieder ins Bett gehen. So wie nach den meisten meiner Videos. Mein Ziel ist es, dass die Menschen nicht mehr schlafen können. Damit sie alle müde werden und damit ich dann mit deiner Armee von Spinnen die Weltherrschaft ein für alle Mal an mich reißen kann. Die Hausstaubmilben ernähren sich unter anderem von Hautschuppen, von denen wir täglich haufenweise verlieren. Und weil Hausstaubmilben menschliche Hautschuppen fressen, nennt man sie auch Dermatophagoides, was so viel wie Hautfresser bedeutet. Frische Hautschuppen hat die Hausstaubmilbe allerdings nicht gerne, die wartet lieber, bis sie so ein bisschen von der Luftfeuchtigkeit aufgeweicht sind. Ist appetitlich, oder? Aber es kommt noch besser. Andererseits kannst du sagen, dass sie deinen Dreck wegräumen. Wobei irgendwann einmal kommt der Dreck halt auch wieder aus der Milbe raus, in Form von Kot. Und genau da haben wir ein kleines Problem, das manchmal auch zu einem großen Problem werden kann. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Jetzt erstmal eine ziemlich interessante Sache. Und zwar können Hautschuppen, die wir verlieren, von einem Schimmelpilz überwachsen werden, der zur Gattung Aspergillus gehört. Einige dieser Aspergillus-Pilze können in manchen Fällen auch als Parasiten die menschliche Haut befallen. Jedenfalls beeinflusst Aspergillus auch die Hausstaubmilben. In Versuchen konnte gezeigt werden, dass die Milben häufiger sterben, wenn sie Hautschuppen fressen, die von Aspergillus befallen sind. Aber was ziemlich seltsam war, ist, dass wenn man diesen Aspergillus komplett wegnimmt und den Milben nur ganz sterile, fein, säuberlich polierte Hautschuppen füttert, dann sind sie überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Also irgendwie müssen die von diesem Aspergillus doch abhängig sein. Man nimmt an, dass der Pilz vielleicht gewisse Spurenelemente oder andere Nährstoffe beinhaltet, die die Milben benötigen, aber der Pilz dann trotzdem selber irgendwie langfristig giftig ist oder so. Weiß niemand. Es ist schon, die sind schon in einem Dilemma. Stell dir mal vor, du brauchst ein Gift, ja, um zu überleben, das dich aber ganz langsam tötet. Hm? Machst du übrigens. Ja, ja, jetzt gerade atmest du ein Gift ein, das dich ganz langsam tötet, aber wenn du es überhaupt nicht einatmen würdest, dann würde es dich innerhalb von wenigen Minuten töten, und zwar der Sauerstoff. Sauerstoff ist giftig. Naja, so. Weil sich die Milben von deinen Hautschuppen ernähren, befinden sie sich natürlich dort, wo es am meisten davon gibt, und das ist normalerweise das Bett. Also wenn du dich das nächste Mal einsam fühlst, denk einfach daran, dass dein Bett voll von diesen kleinen Spinnentieren ist, die nur darauf warten, bis du erscheinst, ja? Die warten nur darauf. Die freuen sich, wenn du kommst. Du bist für die sowas wie ein Pizzabote, nur dass du keine Pizzen lieferst, sondern halt kleine Hautschuppen. Aber die schauen ja, also im Prinzip sind die auch so ein bisschen wie eine Pizza, für die Hausstaubmilbe zumindest, ne? Ich habe mir mal die Freiheit genommen, das mit der künstlichen Intelligenz ein bisschen so zusammenzustellen. Schau mal. Lauter kleine Hausstaubmilben, die kleine Pizzen futtern. Ist doch süß, oder? Genau genommen bist du für die Hausstaubmilben nicht nur einfach ein Pizzabote, sondern viel mehr. Du bist sowas wie ihr Versorger. Du bist fast schon wie ein Gott für Hausstaubmilben. Die Milben benötigen nämlich eine gewisse Temperatur und auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, um zu überleben. Tja, und rate mal, wer ihnen diese Temperatur und Luftfeuchtigkeit beschert. Richtig, du! Wenn du in der Nacht schlafen gehst, wirkst du wie eine Heizung für ihren Lebensraum. Außerdem gibt dein Körper Feuchtigkeit an die Bettwäsche ab. Ja, und damit beeinflusst du, ohne es zu wissen, das Mikroklima in deinem Bett. Du machst das die Witterung in deinem Bett. Ja, so. Wenn dieses große Wesen kommt, das uns mit seinen Hautschuppen ernährt, möge es auch zugleich genügend Feuchtigkeit und Wärme bringen, auf dass wir uns weiter großartig vermehren können und sein Bett vollscheißen können. Wenn du beim Bewerbungsgespräch gefragt wirst, was du vorzuweisen hast, sagst du einfach, dass du ein Milbengott bist. Das Wasser aus der Feuchtigkeit, die dein Körper abgibt, kann von den Milben aufgenommen werden. Normalerweise machen Hausstaubmilben keine Probleme. Unser Körper kommt ganz gut mit ihnen klar, aber in manchen Fällen kann ihr Kot zur Entstehung von Allergien beitragen oder auch bestehende Allergien verschlimmern. Man fängt an zu niesen, die Augen jucken und in schlimmen Fällen kann es sogar zu asthmatischen Zuständen kommen.
Also, diese Tiere bekommen von dir Nahrung, Wasser, optimale Temperaturen und so weiter. Und du bekommst von ihnen Kot. Ist doch ein guter Deal, oder? Man möchte meinen, diese Tiere würden in einem Paradies leben, tun sie aber nicht. Das ist keineswegs ein Paradies, dein Bett ist auch ein ziemlich heftiger Lebensraum. Dort lauern nämlich auch gewisse Feinde auf diese Hausstaubmilben. Ja? Die sind nicht alleine dort. Und auch diese Feinde der Hausstaubmilben sind winzig kleine Tiere, die bei dir leben. Ja, ja, in deiner Wohnung lebt so einiges. Du bist nie alleine. Da passiert die ganze Zeit was. Fressen und gefressen werden, Evolution. Der ganze Shit, der draußen in der freien Wildbahn passiert, das ist auch bei dir zu Hause der Fall. Direkt dort, wo du schläfst. Schau mal, ich zeig dir mal ein paar von diesen Feinden der Hausstaubmilben. Ein erbitterter Feind der Hausstaubmilben ist zum Beispiel dieser Bücherskorpion. Er ist deutlich größer als eine Hausstaubmilbe und kann sogar mit freiem Auge gesehen werden. Bücherskorpione sind extrem effektive Milbenjäger. Mit seinen Scheren kann er ein Gift abgeben und dadurch die Milben lähmen, bevor er sie aussaugt. Für Menschen ist ein Bücherskorpion harmlos. Ein weiterer Todfeind der Hausstaubmilben ist diese Raubmilbe. Sie ist ungefähr gleich groß wie eine Hausstaubmilbe, aber sie kann sehr viel schneller laufen und ist ja auch körperlich überlegen. Die Raubmilbe packt die Hausstaubmilbe und initiiert ihr ihre Verdauungssäfte und danach saugt sie sie aus. Ein richtiger Gigant unter den Winzlingen, die in deiner Wohnung leben, sind diese Tiere hier, Silberfischchen oder auch Zygentoma genannt. Und auch sie ernähren sich unter anderem von Hausstaubmilben. Aber jetzt wird es richtig krass, denn nicht nur deine Wohnung und dein Bett sind ein Ökosystem, sondern auch du bist ein Ökosystem. Ja, ja, auch auf dir lebt so einiges. In deinem Gesicht zum Beispiel lebt richtig viel. Schau mal, das sind zum Beispiel winzig kleine Spinnentiere, die in deinem Gesicht leben. Diese Kreaturen leben in deiner Haut, ohne dass du etwas davon mitbekommst. Sie sind der vielleicht häufigste Parasit des Menschen. Wenn du wissen willst, was das für Kreaturen sind und ob sie auch gefährlich werden können, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.